Herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator weiter neben meiner Wenigkeit Labor. Mein Gott, was ist denn los bei mir? Ich bin mal gespannt, was sich da noch einiges tun wird. Ich wollte ja Vodafone. Wenn ihr nicht wisst, über was ich rede, müsst ihr die andere Folge gucken vom letzten. Wollte Vodafone Unity Media kaufen. Bis jetzt ist da noch nicht so richtig bei rumgekommen. Da bin ich gespannt, was da passiert. Ich würde es nicht für gut heißen, weil ich finde, wie ich ja gerade gesagt habe oder in dem letzten Video gesagt, es gibt nur drei Anbieter, die ihre eigene Leitung haben. Und das ist Unity Media, Vodafone und Telekom. Die anderen haben keine eigene Leitung. Die benutzen die Leitung der Deutschen Telekom. Und daher ist das schon sehr komisch alles, dass man da dann zustimmen würde. Abschließen, grubbern, ernten, sehen, ernten, grubbern, düngen. Feld 2. Und noch Feld 5. Und dann haben wir es nämlich schon fast. Dann ab Feld 2. Vertrag akzeptieren. Feld 2 müsste oben sein. Fahren wir hier zurück und dann sind wir schon da. Ja. Muss man mal ein bisschen abwarten, wie es wird. Mit dem Internet in Deutschland. Ich kann mich eigentlich seit Jahren gar nicht beschweren. Ich weiß auch gar nicht, warum es Regionen gibt, wo es nicht vorangeht. Also ich wohne auch nicht in einer mega großen Hauptstadt, Leute, oder geschweige irgendwas anderes. Das hier ist eigentlich, wenn man eine Hauptstadt nimmt, einfach ein Kuhdorf. Hier gibt es wirklich nicht viele Einwohner oder so, aber hier gibt es halt alles und das ist halt das, was mich immer so ein bisschen wundert, warum hier. Ja, ich weiß warum, aber dazu möchte ich mich jetzt nicht unbedingt äußern, aber dass hier alles verfügbar ist, das, ne, wir fahren da hinten hin. Das ist so ein Punkt, wo ich mir sage, ja, ist okay. Ich möchte gerne von hinten anfangen, weil es da breiter ist. Aber müssen wir mal gucken, wie es weitergeht im Deutschland. Ich hoffe nicht, dass es fürs 5G 30 Jahre brauchen. Ist ja irgendwie zur Zeit. Hallo? Dankeschön. Da irgendwie in Deutschland zurzeit normal. Wir brauchen für den Flughafen ewig. Wir brauchen ewig fürs Internet. Naja. Aber wie ich gesagt habe, man hat viel falsch gemacht hier. Weil sich hier auch nicht viele richtig informiert haben. Also ich glaube, dass die Regierung, ich will davon gar keinen in Schutz nehmen, geschweige irgendwas anderes, aber auch falsch aufgeklärt wird. Man muss ja immer vorstellen, eine Regierung hat ja immer seine Berater. Und ich glaube, wenn die Berater dumm sind, dann hat man doch schon die Scheiße am Brennen, oder? Es ist ja so, wie dass man früher gesagt hat, Kupferkabel reicht. Ja, heute sehen wir, was wir davon haben. Man hätte einfach in die Zukunft entwickeln sollen. Tja. So ist es halt der große Unterschied. Aber ich glaube manchmal, dass das wirklich an den allgemeinen Lobby, keine Ahnung, wie man das sagen soll, warum verbreitet man das so spät? Ist ja klar, wenn man in Deutschland natürlich auch sagt, Glasfaser ist kein großes Thema und wir kaufen als ein großes Land in dem Sinne spät Glasfaser, kostet es natürlich auch eine ganze Ecke mehr. Oh, kann man sich in dem Sinne auch drüber streiten, ne? Das sind einfach nur so Darstellungen. Ob das wirklich alles so ist, stellen wir einfach mal hin. Aber ich finde es manchmal einfach, warum fragen sie eigentlich nicht mal Leute, die irgendwie da mehr mit zu tun haben? Mich hätte gerne interessiert, was, ja, aber gut, vielleicht hat ja die Telekom zum Beispiel das auch gesagt, um Geld zu sparen, um trotzdem dem Einkäufer, also wir als Vertragspartner in dem Sinne, die das dann buchen, das Internet, die Taschen voll zu stopfen. Man sieht ja, wo 5G stand, ne? 5 Milliarden war
Der letzte Stand, den ich mitbekommen habe. 5 Milliarden. Ja. Nur für Deutschland. Was sagt dann die Telekom? Ja, umso teurer es wird, umso teurer werden dann auch die Verträge. Wollt ihr mich eigentlich verarschen oder was? Hier wohnen 80 Millionen Menschen. 80 Millionen Menschen. Jeder kann sich das ja selbst mal ausrechnen. Wenn jemand für 5G einen Vertrag, sagen wir jetzt einfach mal 50 Euro bezahlt. Kann sich doch jeder selbst ausrechnen, oder? Man investiert doch immer. Also wenn ich sehe, wie zum Beispiel zurzeit wird ja viel in der Autoindustrie in Batterien entwickelt oder in irgendwas anderes, ist es doch genau das gleiche Problem. Die geben Milliarden aus. All die Milliarden spielen sich ja auch wieder ein. Also keine Ahnung. Manchmal finde ich das einfach unlogisch, diese Äußerungen von den ganzen Sachen. Aber da merkt man, wenn die Gesellschaften Aktiengesellschaften sind, dann müssen sie jedes Jahr Gewinn machen oder mehr Gewinn machen wie letztes Jahr. Sonst fällt die Aktie und dies und jenes, was ja in dem Sinne eigentlich auch Bullshit ist, oder? Ich weiß, das ist nicht so, aber eigentlich ist man doch froh als Chef, wenn sein Konzern Geld macht. Und meine Tasche als Chef immer voller wird. Und wenn du natürlich in einer Aktiengesellschaft bist und du hast 5% gemacht letztes Jahr, dann willst du Minimum nächstes Jahr 6%. Dann kannst du nicht 3% machen. Das ist nicht gut. Was ich nicht nachvollziehen kann. Ich weiß, warum das so ist und dies und jenes, aber eigentlich ist es doch dumm. Wir sehen es einfach mal nicht in diesen Aktienkopf, sondern du als Chef. Vielleicht war die Auftragslage nicht so gut und du sagst dir, ja, mir fehlte 1, 2, 3 Großaufträge und aus dem Grund war das nicht. Ich konnte aber zum Beispiel diese Aufträge auch nicht annehmen, weil wir mit Kleinaufträgen ausgelastet waren. Sagen wir jetzt einfach mal, okay? Schon hast du vielleicht 1% weniger Gewinn gemacht, aber du hattest trotzdem Arbeit, bis der Arzt kommt. Und schon ist es doch schön, wenn deine Arbeiter alle Arbeit hatten. Du hast trotzdem dein Portemonnaie gefüllt. Aber für die Aktiengesellschaft ist es scheiße. Kann man sich mega groß drüber streiten, wenn man ganz ehrlich ist, oder? Ich finde schon. Wenn man überlegt, wie viel Milliarden VW macht oder Mercedes oder alle anderen Großkonzerne der Welt. Und wenn es nächstes Jahr nicht aufwärts geht, dann wird meistens Management gekündigt. Ich glaube, menschlich gesehen, ist es besser, niemals in den Aktiengesellschaft zu gehen. Menschlich gesehen. Ja, wir hätten jetzt noch 6%. Aber ich glaube, mit 6%, Leute, kriegen wir Probleme, Feld 16 zu machen. Abschließen. Düngen. Wer Feld 5? Feld 5 ist... Könnte klappen. Könnte aber auch nicht klappen. Ich fahre jetzt erstmal runter und fülle unseren Kalkstreuer auf. Oh, der Huckel war ein bisschen größer, wie ich gedacht hätte, aber gut. Ich hoffe, ihr versteht das, wie ich das meine. Es hat nichts damit zu tun, dass man irgendwas schlecht reden will oder dass man die Aktiengesellschaften nicht versteht. Aber menschlich gesehen, glaube ich, ist es besser. Früher gab es Gesellschaften oder Firmen, die haben die Mitarbeiter an Gewinn beteiligt und was weiß ich nicht alles. Heute gibt es das immer noch bei manchen Firmen, aber das ist wirklich schon
Leute. So selten. Oh, ich war schon halb auf der Straße. Ja. Kann man das eigentlich nicht beheben, dass die Kamera nicht nach hinten geht? Also guck mal. Wenn wir jetzt stehen, stellen uns hin. Guck mal, wo ich sitze. Okay. Wenn ich fahre, warum? Voll doof, ne? Ist das jetzt mit 20 wird das dann weiß? Nee, okay. Ich hätte gedacht, und die Anzeige würde dann weiß werden, wenn ich die richtige Geschwindigkeit hätte zu dem Düngerstreuer. Und so langsam wird es wirklich dunkel. Ach, Blondinchen. Ja, geh noch extra langsam das letzte Stück. Alte Erna, du. So, was haben wir da jetzt stehen? Saatgut oder Dünger? Saatgut, okay. Wir brauchen aber Dünger. Dünger ist blau, nämlich. Da, Mineraldünger. Kaufen, ja. Okay, dann machen wir mal hier über das Saturn. Okay, kaufen. Okay, kaufen. Okay. So. Zurück. Zurück. So. Einmal außen an sich. Ja, fangen wir hier vorne an und gib ihm Saures. So. Weil ihr müsst euch auch mal ganz klar sagen, wenn wir nochmal auf das Internet zurückkommen, 1 Gigabit-Leitung macht euren Seitenaufbau nicht schneller. Nur mal so zu eurer Info. Feld 5. Wir sind hier, wenn ich hier hochfahre, komme ich zu Feld 5. Dann nehmen wir doch den Auftrag noch an. Ja, weil... Es gibt gar keine Seite, die die 1 Gigabit-Leitung auslasten würde. Also daher gibt es dadurch keinen Vorteil. Könnt ihr mal darauf achten, wenn ich weiß ja nicht, was ihr für Internet zu Hause habt. Aber ihr könnt ja mal darauf achten, wie weit eure Netzwerkkarte, also Taskmanager aufmachen, wie weit die ausschlägt. Und dann könnt ihr ja mal dran sehen, wie viel Leitung man eigentlich braucht, um eine Internetseite aufzubauen. Möchte ich mich jetzt nicht so zu äußern, aber da bringt ein Gigabit nichts. Nur mal so zur Info. Was ich zum Beispiel finde, ist zum Beispiel, dass manche Internetseiten so langsam sind, brauchen die Server unbedingt mal ein Upgrade. Oder es werden Seiten gebaut, die sind jetzt so hässlich. Da frage ich mich, welcher Grafiker hat denn eigentlich da im Hintergrund gearbeitet? Hier ist hübsch. So, und hier gibt es irgendwo einen Weg hier. Ups. Wir fahren hier rein. So, Außenansicht. Und gib ihm. Das fällt mir auf jeden Fall noch.
ist genauso, was die sich alles versprechen von diesem 5G, wenn ich ganz ehrlich bin. Versprechen tue ich mir auch viel davon. Gerade was mit dem Internet am Handy zu tun hat. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich benötige es gar nicht. Also, ich bin kein Mensch, der am Handy einen Netflix-Film gucken würde. Gar nicht. Null. Ich bin, und das rede ich für Privatpersonen, ich bin keiner, der YouTube guckt unterwegs. Warum soll ich unterwegs YouTube gucken? Was habe ich davon? Ich kann mich da auch reinsetzen. Ja, wenn ich jetzt jünger wäre und ich würde Bus fahren mit, keine Ahnung, und müsste zur Schule, würde ich YouTube gucken? Ich glaube nicht. Wirklich nicht. Und das ist kein Disrespekt oder schweige irgendwas anderes, aber ich glaube, ich würde es wirklich nicht tun. Und dafür braucht man doch auch kein 5G. Ich weiß, wofür das 5G gedacht ist, nur zur Info. Dass das für autonomes Fahren gedacht ist und dies und jenes, das weiß ich alles. Aber es geht doch einfach nur um den Privathaushalt gerade. Wir haben alles gedüngt, ne? Ja. Wir sind jetzt wirklich komplett mit unserem Feld am Ende. Ich würde sagen, wir fahren noch zusammen zum Hof. Und dann ist für heute Ende. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Man will das alles nicht schlecht reden. Schnelles Internet ist immer gut. Gerade wenn man viel im Überschuss hat. Umso stabiler läuft es. Aber bei manchen Sachen sage ich mir, gibt es nicht erstmal wichtigere Sachen, wie nachher zu sagen, wir brauchen 5G? Das ist meine Meinung, nur meine Darstellung, weil ich finde, unser Handynetz ist grauenvoll und da muss was getan werden. Also manche Regionen sind wirklich schlimm. Aber in manchen Regionen ist auch einfach der Hausanschluss, also das Internet am PC, zu Hause, Fernsehen, grauenvoll. Und da muss man jetzt erstmal einen Mittelpunkt finden, wie sie denn beides, ganz ehrlich bin, beheben wollen. Wollt ihr euch um zwei Baustellen gleichzeitig kümmern? Das wird, glaube ich, hier zurzeit nicht funktionieren. Leider. So, da haben wir es geschafft. Damit sage ich wieder vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Könnt gerne dazu gerne ein paar Kommentare ablassen, wenn ihr euch das interessiert. Und es geht nicht darum, wie schnell ist euer Internet zu Hause, dies und jenes, sondern gibt es nicht vielleicht auch andere Punkte? Weil der Endverbraucher ist nachher wieder der Dumme. Bei den 5 Milliarden. Nur zu eurer Info. Die holen sich jeden Cent wieder und mehr. Sonst können sie ja, wenn 6G kommt, nicht mitbieten. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ein bisschen Scherzen am Rande muss ja sein. Sag auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen da. Und bis morgen. Tschüss.